Wir befinden uns auf der Startseite. Hier sehen wir alle gespeicherten Projekte und können mit dem Plus-Button ein neues Projekt erstellen. Wir können zwischen vier grundlegenden Farbschemata auswählen und haben nun eine leere Oberfläche, um ein neues Projekt zu beginnen. Wir starten mit dem Titel unseres Videos. Hierzu tippen wir auf den Text-Button. Ein erneutes Antippen öffnet ein Optionsmenü, in dem grundlegende Formatierungen eingestellt werden können. Durch ein erneutes Antippen des Text-Buttons schließt sich das Menü wieder. Jetzt tippen wir auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um ein Textfeld und die Tastatur zu öffnen. Durch die Symbole oberhalb der Tastatur können wir, wie aus Office-Programmen gewohnt, einige Formatierungen vornehmen. Wir wählen die Formatierung Fettdruck und stellen unsere Schriftgröße auf den Wert 60 um. Nun können wir unsere Überschrift eingeben. In unserem Fall der Stromkreis. Durch Antippen des Schließen-Buttons verschwindet die Tastatur. Mit dem blauen Symbol können wir das Textfeld vergrößern, sodass die Überschrift komplett in einer Zeile steht. Außerdem können wir nun die Überschrift an eine Stelle verschieben, an der sie uns passend erscheint. Ist die Bearbeitung abgeschlossen, tippen wir auf den grünen Button. Möchten wir die Überschrift unterstreichen, tippen wir auf den Zeichenobjekte-Button und tippen erneut darauf. Wir tippen nun auf den Button für eine dünne Linie und schließen das Menü durch erneutes Antippen des Zeichenobjekte-Buttons. Nun tippen wir auf den Bildschirm und ziehen eine Linie. Hat sie die ungefähr richtige Länge erreicht, lassen wir wieder los. Nun ist automatisch der Hand-Button ausgewählt. Mit diesem können wir unsere Linie verändern. Mit zwei Fingern tippen wir auf unsere Linie und können diese nun drehen und in der Größe anpassen. Hat sie die richtige Länge erreicht, können wir sie mit einem Finger an die richtige Stelle platzieren. Mit dem Handbutton lässt sich auch der vorher geschriebene Text verändern. Mit zwei Fingern kann man auch hier die Größe verändern. Mit einem Finger verschiebt man ihn. Durch doppeltes Antippen kann man seinen Inhalt bearbeiten, zum Beispiel um ein Wort zu ergänzen. Mit dem Schließen-Button schließt man erneut die Tastatur. Mithilfe des blauen Buttons kann man nun das Textfeld wieder so vergrößern, dass die gesamte Überschrift in einer Zeile steht. Die Bearbeitung wird mit dem grünen Button abgeschlossen. Mit zwei Fingern kann man nun die Ausrichtung der Überschrift ein weiteres Mal korrigieren.